Wir sind der Held, der mit dem Panzer knattert. Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Wow, zu einer neuen Runde Batman. What the fuck? Wir haben in der letzten Folge, oh, für die, die fleißig zugeschaut haben, Poison Ivy gerettet, festgenommen. Huch. Und dann gab es so ein geile Introduce von unserem supergeilen Panzer, oh, den wir hier gerade fahren. Sprich unser Batmobile-Panzer. Ich finde den super geil. Ist für mich der Oberkracher in diesem Game. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Zack. Der ist weg. Und du auch noch. Zack. Hallo? Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Wie kommt denn hier? Yay. Ich glaube, das war der letzte. Können wir jetzt los? Wo müssen wir hin? Katze. Wir müssen gehen. Ein Meister der Untertreibung, wie immer. Aha. Orin, ich muss wissen, woher diese Panzer kommen. Mehrere Transporthubschrauber bewegen sich ins Stadtinnere. Mehr sind auf dem Weg. Aktiviere die Waffendiagnose des Batmobils. Wir ziehen den Krieg. So, wir ziehen also in den Krieg. Ist ja spannend. Wo müssen wir hin? Wir fahren einfach mal hier den... den Pfeil nach, weil wir natürlich Poison Ivy abliefern müssen. Führe ein Waffensystem. Ah, okay. Dann führen wir das doch mal durch. Training abschließen. Plus 1. Aha, aha, aha. Herausforderung starten. Waffenenergiesystemdiagnose online. Stufe 1. Ziele zerstören, um die Waffenenergie aufzuladen und das Raketensperrfeuer zu aktivieren. Zerstöre die Ziele. Alles klar. Gut, kleine Trainingsrunde, kann nicht schaden. Weil ich hier mit meinem Schützenkünsten läuft ja. Upsa. Raketensperrfeuer Stufe 1 bereit. Diagnosestufe abgeschlossen. Jawohl. Stufe 2. Raketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und 4 Ziele gleichzeitig zerstören. Okay, machen wir. Bamsen. Bamsen. Hallo. Zack. Na, ups. Knapp daneben ist auch vorbei. Zzt. Mutet so ein bisschen wie ein Kriegsspiel an, kann das sein? Na komm. Raketensperrfeuer Stufe 2 bereit. Okay, 1, 2, 3, 4. Diagnosestufe abgeschlossen. Geil. Stufe 3. Feindliche Treffer erschöpfen Waffenenergie. Raketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und 4 aktive Ziele zerstören, um die Diagnose abzuschließen. Okay. Das heißt, jetzt schießen sie auf mich, oder was? Ja. Oh. Ha. Das ist natürlich nice. Ist ja wie ein Endlos-Spawn hier. So, erstmal den hier nehmen. Oh, fuck. Wo bist du? Hier hinten direkt. Und dich nehmen wir auch noch mit. Stufe 2 bereit. Adios. Diagnose abgeschlossen. Simulation abgeschlossen. Aha. Fortfahren. Batman, ein Transporter setzt Panzer bei den Panessa-Studios ab. Ich habe das GCPD gewarnt, ihre Männer von den Straßen abzuziehen. Ich bin auf dem Weg. Geil. An alle Einheiten, hier spricht Commissioner Gordon. In der Stadt befinden sich zahlreiche feindliche Panzer. Gotham wird angegriffen. Alle Einheiten ziehen sich sofort von den Straßen ins GCPD zurück. Wir sind auf so etwas nicht vorbereitet. Zum Glück ist da draußen jemand, der es ist. Aha, nämlich wir mit unserem Panzer. Aber wir haben gerade irgendeinen Warner-Point bekommen. Das ist die falsche. Ich nehme dann das hier. Warte mal, da. So, wir haben nämlich auch, Raintech-Bildschirm. Das kann man ja. Man hat wieder verschiedenste Möglichkeiten, sich hier die Points einzubestellen. Und ich glaube, am Anfang, wo gehen wir denn am Anfang?
Batsuit. Ne, was gibt's denn hier alles Schönes? Ausrüstungstechnologie, aha. Vieles noch unlocked. Das werden wir alles natürlich noch entloggen. Die Frage ist natürlich, ob ich wieder so ein 100% dran mache, wie bei Arkham Origins. Da bin ich mir selbst noch nicht so sicher. Was ist das denn hier? Erhöht den Widerstand des Batsuits gegen Nahangriffe. Okay. Stürze für Schockwellenangriffe aus. Geil. Das will ich. Was ist das? Zieh dich mit dem Greifhaken, tralala. Dann pass mal auf, wir machen erstmal hier ein bisschen Fighting Mechanics. Ne? Bisschen hier Presse den nächsten Schlag. Das klingt mir, oder was ist das hier? War dreimal B, super Betäubung und dann Luftstoß. Willst du mich verarschen? Ist das jetzt hier so wie Tekken und Street Fighter, tralala? Na, wir machen erstmal das da. Das wäre das, Kennt ihr das bei Tekken und Street Fighter, wenn du da diese 5 Milliarden Kombinationen hast, die du auswendig kennen musst? Leck mich fett, ey. So, wir liefern erstmal Poison Ivy ab hier. Die muss in den Knast und da gehört sie auch hin. Wow! Puh. Alter Falter. Überfall. Na. Nicht mit mir. Die Panzer machen wir alle. Was war das denn für ein Schuss? Der versteckt sich. Ich liebe es. Autsch. Wo ist er? Da. Na. That's it. Jim, sag deinen Männern, dass sie wieder patrouillieren können. Die Panzer sind kein Problem mehr. Gott sei Dank. Hoffentlich waren das die letzten. Glaube ich kaum. Lass die Isolationszelle im GCPD vorbereiten. Ich bring Ivy hin. Geiler Scheiß. Guck, er wieder lenkt. Himmlisch. So, Ivy abliefern. Zack. Wir können uns jederzeit in diesen Panzer verwandeln. Achtung. Geil. Ich liebe dieses Auto. Ich liebe es, ich liebe es. Ich will es in real haben. Und das hier hat so ein bisschen Need for Speed Charakter. GCPD. Gut, dass du da bist, Batman. Bring sie nach unten in den Zellenbereich. Ajo. Hallo? Was zur Hölle? Das ist Batman! Was ist das für ein Ding? Ein Panzer. Ich dachte, wir werden angegriffen. Fortschritte bei der Analyse des Angsttoxins? Wird etwas länger dauern. Komm zum Uhrenturm, wenn du soweit bist, und ich zeige dir, was ich bisher habe. Alles klar. Wo hast du denn fahren gelernt? Schön. Prison. Scarecrow wird dich fertig machen, Batman. Ernsthaft? Warum gibst du dich überhaupt mit diesen Idioten ab? Ziviler Ungehorsam? Da draußen tobt ein Krieg und wir haben weder die Männer noch die Ausrüstung. Seht mal, wer da ist. Ivy, das wäre eine Sorge weniger. Ist die Isolationszelle bereit? Natürlich. Oh toll, noch eine Zelle.
mich jetzt sicherer, weil ich eingesperrt bin. Na, ein bisschen schon. Was sagst du dazu? Diese Mauern halten mich nicht lange fest. Aber wenn es dich glücklich macht, lasse ich dich in dem Glauben. Vorerst. Das wäre ganz lieb. Mich einzusperren ist ein Zeichen von Verzweiflung, Batman. Ich sehe es in deinen Augen. Du hast Angst. Echt? Lass mich mal gucken. Nein. Ich glaube, das ist purer Hass. Harley hat mich aus der Zelle in Bloodhaven rausgeholt. Warum versuchst du nicht, sie zu verhaften? Du warst mir wichtiger. Ich will mindestens 4 Leute ständig auf dem Dach haben und ein 6er-Trupp soll die Umgebung patrouillieren. Wir halten dieses Gebäude. Die einzigen, die rein oder rausgehen, seid ihr und Batman. Die Punks da draußen meinen, sie kontrollieren diese Stadt. Und bisher liegen sie da leider richtig. Wir haben weniger Leute, Waffen und Reserven. Aber wenn wir es clever anstellen, können wir die Stadt Stück für Stück zurückerobern. Ein paar Patrouillen suchen Scarecrow in Bristol, Kingston, Gresher, Otisburg und Port Adams. Ein 30 Hubschrauber kreisen über der Stadt. Lasst euch davon aber nicht täuschen, wir haben nicht die Kontrolle. Bis wir wissen, womit wir es draußen zu tun haben, bis wir eine heiße Spur zu Scarecrow haben, verbarrikadieren wir uns und werden weiter auf uns aufpassen. Irgendwelche Fragen? Die sind echt am Arsch, die Jungs. Okay, gehen wir das nochmal durch. Wir sollten echt mal. Was mir gerade auffällt, das Cape ist immer noch so ein bisschen angeranzt wie in Batman Arkham Origins. Bisschen abgenutzt, hier ein Kratzer, da ein Kratzer. Aber die Muskelpakete, die sehen fast so aus wie in Real. Naja, gut. Okay, wir wollten uns zum Kirchturm. Glockenturm bewegen. Wo ist denn Gordon? Ich würde gerne nochmal mit Gordon sprechen. Ist er da drin? Rachel? Nee. Hörst du mich? Nope. Dieser Aufzug ist gesperrt, Batman. Der einzige Weg rein oder raus führt durch die Tiefgarage. Aha, uh-huh. Okay. Gordon hat sich verpisst, so wie ich es sehe. Geht's dir gut? Liebling, bist du noch da? Bist Anscheinend nicht. Da ist er. Dieses Telefongespräch kostet Leben, Sir. Das ist Zeit, die ich nicht habe. Sieh mich auf. Scheiß Bürokraten. Wir sind jetzt allein. Wir schaffen das, Jim. Was gibt's Neues? Es gibt Vorfälle. Überall in der Stadt. Cash, eine Zusammenfassung. Na schön, sehen wir mal. Zuallererst, wir haben den Kontakt mit den Feuerwehrleuten der 17. Wache verloren. Wir haben ihre letzte bekannte Position, aber allein überleben sie da draußen nicht lange. Dann ist da etwas Merkwürdiges. Leichen sind aufgetaucht. Und wir konnten uns vor der Evakuierung nicht darum kümmern, aber die Forensiker sind fast durchgedreht. Üble Sache. Dann haben wir den Riddler mehrmals beim Bahngelände rumschleichen sehen. Wie wir den Kerl kennen, führt er etwas im Schilde. Ich weiß, du bist beschäftigt. Aber wenn du uns hilfst, wird das Leben retten. Keine Sorge, Jim. Ich habe jemanden auf Scarecrow angesetzt. Mal sehen, was ich tun kann. Sehr schön. Ein paar Leute durchkämmen gerade den Süden und Westen von Gotham. Ich stoße zu ihnen, wenn ich hier fertig bin. Wir finden diesen Mistkerl. Okay, also was ich hier... Ups, Missionsauswahl. Nutze die Missionsauswahl, um dein nächstes Ziel in Gotham zu wählen. Jawohl. Ah, okay. Das mit diesem... Dingensbummens muss ich mir ja noch merken. Ach, guck mal hier. Können gleich sehen, was der Chor da so macht. Das finde ich super. Was ich als erstes machen wollen würde, nicht Riddler. Ausübung ihrer Pflichten. Genau, die Ärmsten, die würde ich kurz mal besuchen. 17. Und das war quasi, genau, das war die Hauptmission. Wir machen erstmal die hier. Zack. Ich finde die vermissten Feuerwehrleute. Viel Glück da draußen, Batman. Na klar doch. Wir sehen uns. So, okay. Wo geht's zur Tiefgarage? Ich nehme an, hier oder so. Denke ich doch mal. Was erwarten kann man? Kann ich hier mit Jokers Asservaten interagieren? Eine Titanrezeptur, ein explodierendes Aufziehgebiss, eine funktionsfähige Röntgenbrille? Eine Spielzeugpistole mit einer Flagge und 5 echten Kugeln. Gehört alles dem Joker. Kein bekannter Alias.
Eine höllische Spielzeugkiste. Gut, dass damit niemand mehr spielt. Das ist ja geil hier. Das ist ein Museum. Museum der Bösewichte. Black Mask. Den haben wir beim letzten Teil den gar ausgemacht. So, aber was wir hier nicht hatten. Tick, tick, tick. Ja, ja, ja. Meckern nicht. So. Das Ding wurde ganz schön aufgerüstet. Sie haben beobachtet, wie es sich in eine Art Panzer verwandelt hat. Aha. Schick. Guten Abend. Mr. Wayne. Aus dem Weg. Ich hoffe, der Wagen entspricht Ihren hohen Erwartungen. Genau genommen, Lucius, ist er ein wenig träge. Ich dachte mir, dass Sie so etwas sagen würden. Geben Sie mir einen Moment und ich bringe den Nachbrenner online. Danke, Lucius. Es ist gut, dass Sie hier geblieben sind. Sie wollen mir danken, Mr. Wayne. Versuchen Sie einfach auf der Straße zu bleiben. Ich habe bald weitere Upgrades für Sie. Nachbrenner? What? Ihr überbleibende Gotham. Yay! Ich habe einen Nachbrenner. An die Vandalen, die geblieben sind, um das noch warme Fleisch von Gotham noch zu nageln. Ah, lauft ihr Ratten! An die Feiglinge, die hinter den Mauern der Polizeiwachen zittern. Und an Batman. Ich habe deine Stadt mit einer Violetoxin und ein paar Drohungen geleert. So viel war die Sicherheit wert, die du geboten hast. Ach, halt's Maul. Meinen Blick dem Rest der Welt entspielen, wird die Legende von Batman rein gar nichts bedeuten. Na, ihr Hübschen? Ups, ich wollte nicht raus. Zurück. Ab ins Gefecht. So. Schluss mit lustig. Ach Gott, du bist einer. Wo ist denn der Rest? Batman. Gott, du bist es wirklich. Sie. Was ist hier passiert? Unser Wagen wurde angegriffen. Randalierer haben einen nach dem anderen rausgezerrt. Wir wurden getrennt und verschleppt. Bitte, sie werden uns töten. Ich rette ihre Leute. Warten Sie. Ein Polizeibeamter wird sie abholen. Na toll. What? Wir kriegen jetzt für jede so eine kleine Arbeit. Na gut, okay, wir haben halt. Krass. Okay, hier brauchst du halt ein paar Points für. Gut, okay, dann kann ich verstehen, dass du für jeden einzelnen Auftrag hier so einen Punkt bekommst. Aber guck dir das mal an. 8. 3, tralala. Okay. Kann ich denn fürs Batmobil als Schönes machen? Verstärkt das Batmobil im Verfolgungsmodus, okay. Verstärkt die Panzerung. Kürzere Aufladezeit des Nachbrenners. Oh, okay, hatten auch. Okay. Panzerung, Panzerung, Panzerung. Geil. Okay, also ein paar Aufgaben erledigen, um letztendlich ein paar Points zu bekommen. I have understand. So. Zack. Ein von zwei. Die Feuerwehrtruppe ist auf diesen Straßen nicht sicher. Zuletzt wurden sie bei den westlichen Dixon Docks gesehen. Dort sollte ich anfangen. Ich dachte jetzt, dass vielleicht mein Radar mir da eventuell irgendwas anzeigt, aber... Das finde ich krass. Das ist immer noch geil, diesen Panzer. Aber ich habe gerade was gesehen. Das muss ich unbedingt testen. Ach, ich versuche immer, man muss mit rechts Gas geben.
Und ich dachte immer, mit links kann man bremsen, aber den musst du mit X bremsen. Das ist ein bisschen blöd. Ein bisschen sehr blöd. Aber das macht nichts. Luftregulierung. Aha. Wo sind wir hier? Alter, du bist ja wirklich wie ein Panzer mit dem Ding. Geil. Ein bisschen Havoc muss sein. Wir fahren einfach mal kurz hier rum. Also ich muss das mal austesten hier. Das muss ich ja genießen. Ich frag mich gerade. Okay. Es werden wahrscheinlich Abschnitte sein, so wie beim letzten. Dass du nicht wirklich überall lang düsen kannst. Oh, guck mal, hier gibt's direkt was. Ein-Mann-Armee. Oh, da fahren wir mal hin. Das machen wir jetzt noch. Ja, also nicht wundern, ne, wenn ich jetzt immer hier mich als Panzer verwandle. Da. Was ist denn einmal? Bekämpfe die Drohnenpanzer der Miliz und in den grellen Lichtern des Ach so, okay. Gut. Panzer-Action. Das kriegen wir hin. Simulation aktiviert. Aha. 20. What? Toll, die gehen auch noch in Deckung, ey. Alter Falter. What? Alter. Ist ja nicht so, dass es viel wäre oder so. Nein, überhaupt nicht. Junge. That's it? Wow. Alter Verwalter. Simulation abgeschlossen. Und das war nicht mal toll. Krasser Scheiß. Bestes Ergebnis. Aha, erzielte Punkte. Aha, 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 aha. Krass, krass, krass. Na, ihr merkt schon, ich muss noch ein bisschen warm werden mit der ganzen Geschichte. Das liegt aber in der Natur der Sache. Wir sind dabei, so ein bisschen warm zu werden mit dem Spiel. Ich hatte es gerade schon mal erwähnt. Wir haben heute ein, ja,
erstmal wahllos einen dahergelaufenen Feuerwehrmann gerettet. Wir müssen auch andere retten, weil die irgendwie jetzt zerklüftet wurden. Wir müssen uns natürlich dann aber auch um Scarecrow kümmern. Ich glaube, das machen wir morgen dann im nächsten Teil. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Sagt's mir, ob es euch gefällt, das Spiel. Ich finde es aktuell ziemlich, ziemlich geil. Wir werden auch gucken, wie ich denn die ganzen einzelnen Missionen mache. Ob ich das wie beim Arkham Origins mache, dass ich quasi alles, was Nebenmissionen sind, so ja auch wirklich neben der Kamera, neben der Aufnahme mache oder vielleicht in einem Livestream, das weiß ich nicht. Und auf jeden Fall die ganzen Hauptmissionen auch wirklich in hier in dem Let's Play. Ja, sagt es mir am besten, wie ihr es wollt. Das wäre das Beste. Und dann schauen wir mal. Ja? Ich danke fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt Let's Play Batman Arkham Knight. Bis dahin, tschüss und bis dann.